Willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Heute gibt es die Refined Storage Mod, die ja in dem Modpack drin ist, weil aktuell spielt es Sky Factory 3. Deswegen kam ich drauf, und weil ihr gefragt habt, noch ein paar Mod-Vorstellungen, deswegen, ja, ne, ich bin also kreativ. Und ja, die ist ja quasi genau wie das ME-System, also wie die Applied Energistics Mod, habe ich ja auch schon mal vorgestellt, aber die ist ein ganz klein bisschen anders, sieht auch ein bisschen anders aus. Alles relativ einfarbig gehalten, grau und blau, wie man sieht, aber vom Punkt her eigentlich genau gleich. Also man hat wieder den Basic-Aufbau, einen Core, eine Matrix und ein Laufwerk, also quasi den Control-Block, den Interface-Block für das Display-Interface zum Zugreifen und halt Speicherplatz. Wie üblich 64K Speicherzellen gibt es 1, 2, 1, 4, 16 und 64K und halt eine kreative Diskette, die dann einfach, glaube ich, einfach alles speichern kann. Ja. Hä? Und ich überlege gerade, wir könnten mal aus Spaß, es gibt in dem Modpack ja einen Cobblestone-Generator, den habe ich ja auch bei mir in der Basis stehen auf meiner Welt, wo ich das spiele. Den da, der ist ganz krass, denn der pumpt so krass viel Cobblestone raus. Das glaubst du gar nicht. Jetzt darf man nämlich noch eine Truhe dranhängen. Mal eine Truhe, mal eben, so. Machen wir mal eben kurz ein Experiment, gucken, wie lange das System braucht, bis es komplett voll ist. Und dann brauchen wir hier ein Eingabedingens, ne, so. Dann haben wir jetzt mal hier unser System, dann pinnen wir jetzt mal hier Datenkabel dran. Und da gibt es hier auch nur eine Farbe von. So, dann kommen wir jetzt mal hier 1, 2, 3 von den Teilen hin. Die jetzt nicht funktionieren, weil natürlich logischerweise das nicht funktionieren kann, weil, ne? Kisten und so. Wir sehen, das Ding macht ordentlich Stein hier. Ich glaube, pro Tick 20. Also innerhalb von einer Sekunde, die aus. Pro Tick eine. Das heißt, dann sind 20 in der Sekunde, die dann draufkommen. Ja, macht Sinn. Genau, und da kommen jetzt diese Output-Süffler dran, also diese Output-Ports, und die dann hier das System einfach vollpumpen mit Cobblestone. Sind gerade noch etwas langsam, dafür gibt es hier auch Speed-Upgrade-Karten. Wobei ich weiß nicht, ob die Durchflussraten das auch erhöhen können, so wie ich das haben will. Ja, das sind dann die richtigen Karten, die wir hier haben. Machen wir mal kurz alles voll, dann müsste das jetzt hier hochblubbern wie sonst was. Jetzt müsste der hier schon im höheren Stack-Bereich zählen. Wie gesagt, das machen wir mal eben kurz, um dann nebenbei noch als Experiment laufen zu lassen. Ich fahre sofort mit der eigentlichen Vorstellung fort. Keine Sorge. So, haben wir jetzt hier drin und wir sehen das Ding wird einfach so schnell vollgepumpt, dass, also der zieht das in der höheren Tick-Frequenz hier raus, wie das da reinkommt. Das ist schon mal krass. Wir stopfen hier noch ein bisschen Cobblestone rein, einfach mal so, um zu gucken, was so, weiß ich nicht, eine Viertelstunde vielleicht dauert die Vorstellung jetzt hier noch, zu gucken, was da so ins System reinpasst. Wir haben auch hier eine schicke Speicheranzeige, das gab es früher auch noch nicht, oder was gibt es, das heißt früher. Die Mod gibt es genauso lang wie Applied NG6, wie ich gesehen habe. Und ja, wir sehen hier, haben jetzt schon 5K voll und es ist schon ganz nett. So, nächster Punkt. Dann gibt es hier, wie gesagt, den Core-Block, dann gibt es diese Matrix, quasi einfach nur das Control-Panel. Dann gibt es eine Fertigungsmatrix, also quasi ein Crafting-Feld, wo man dann hier auch quasi Items raus benutzen kann, ganz nette Sache. Dann diese Bauplanmatrix, wo man quasi Rezepte sich erstellen kann. Ich demonstriere, ne, hast du hier ein Rezept, ne, speicherst ein, hast du hier, ne, wunderbar Rezept auf der Karte drauf. Flüssigkeit kannst du auch einspeichern. Ich meine, warum man das machen sollte, weiß ich nicht. Tanks sind, glaube ich, billiger als ein System dafür. Das zeigt an, wenn irgendwas gecraftet wird. So, dann haben wir hier auch was ganz Cooles. Einen Funknetzwerksender mit einer Funknetzwerkkarte, die mit einem bestimmten Punkt verbunden werden muss, nämlich mit dem da hinten. Das heißt, wir können quasi von hier einfach zugreifen. Es braucht keine Stromquelle, sondern einfach, ja, das ist quasi das Ding, ist quasi ein Gate nach da. Das heißt, wir können von da aus darauf zugreifen, ohne verbunden sein zu müssen. Das finde ich mal praktisch. Ja, next Punkt. Dann haben wir das Ding hier. Funksender kennen wir auch noch von früher, glaube ich. Ist eigentlich nur, ja, ne, mit Wireless-Gerät. Das hier ist übrigens nicht von der Mod, das ist von NRO. Das lädt mir einfach das Ding hier auf, damit ich da Strom drauf habe. Genauso wie der Kollege und das da, das ist von Nixie Utilities. Ne, Not macht erfinderisch, aber wie gesagt, das lädt einfach nur meine Sachen jetzt auf, das ist ganz praktisch. Das ist eigentlich hier noch kurz ein Nachtrag, das Ding brauchst du nur zum Craften, also hier kannst du keine, quasi, Schmelzrezepte reinpacken, das heißt, kannst du nicht sagen, mach mir aus Cobblestone, Cleanstone, das geht in dem Gerät nicht, dafür musst du den hier benutzen. Das geht in dem hier, da kannst du quasi sagen, was kommt in den Ofen zum Beispiel rein und was kommt raus, das sieht dann so aus. Eingesetzt war das Ganze so, du hast hier eine automatische Werkbank, also die brauchst du auf jeden Fall. Das ist quasi dieser Construction-Block, wie auch immer man den genannt hat. Da kommt das Rezept rein und dann ja, macht er das hier automatisch wieder nur Stromquelle. Oder einfach so als Crafting-Teil, das geht auch. Wir können mal kurz gucken, nur Herstellung normal, ohne Herstellung, nur Herstellung. Dann stell mir doch bitte mal
Ja, genau, Fertigungsmatrix. Dann macht er mir bitte mal hier ein 64er Stack davon. Sagt er mir herzustellen, verfügbar, macht er. Und dann müsste jetzt hier auftauchen. Ja, hier sehen wir, was da passiert. Genau, ist jetzt schon fertig. Das sind eigentlich quasi die alten Crafting-Speicher. Die sind mittlerweile auch so gemacht, dass man die nur noch einzeln irgendwie zusammenstellen kann. Also, ja, große 520.000k Speicher ist, glaube ich, gar nicht mehr. Wie gesagt, hier wurde sehr viel verändert. Also, was heißt sehr viel verändert? Es war halt schon immer sehr viel anders hier drin. Aber, naja, ne? Wir sehen, das ist schon groß. Man kann auch Prioritäten einstellen, auch bei den Festplatten, was am höchsten priorisiert sein soll. Nette Sache, wir sind bereits bei 14,6k Cobblestone. Der Speicher ist gerade mal zu 2% voll, das ist doch schön. Könnt ihr das hier rausnehmen, dann dürfte die Leiste hier schneller voll werden. Ja, wir sehen jetzt hier, wenn wir die Festplatte, die wir rausnehmen, ist der Speicher schneller voll. Wir sehen hier, dauert ein bisschen. Das Ganze rausnehmen ist leer oder halt so, ne? Nette Sache auf jeden Fall mit der Anzeige, finde ich ganz cool. Dann haben wir auch hier die ganz klassischen Falterport, die ganz klassischen, ne? Tu-Rein-Ports und die ganz klassischen Tu-Raus-Ports, ne? Das, wenn wir jetzt hier die Erde reintun würden, stackweise, dann käme die halt hier wieder an. Nette Sache. Genau. Na, wie gesagt, hier auch noch die normalen Crafting-Teile oder halt das hier, mit dem Ofen. Das zeige ich jetzt auch nochmal kurz, dass es auch funktioniert. Das heißt, wir brauchen wir jetzt das hier, ne, Fertigungsmatrix, machst du mal hier 64 herzustellen, hopp, und dann stellt er fest, dass wir bestimmt keinen Cleanstone mehr haben oder keinen Cobblestone. Doch, haben wir noch, dann wird er einfach reingefeuert und dann läuft das. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Das System ist ebenso banal wie effizient. Ich glaube, mit tatsächlich mit dem Flüssigkeitsspeicher würde das dann mit den genau gleichen Funktionsweisen funktionieren. Gibt hier auch diese Flüssigkeitsdisketten. Ich werde jetzt mal testweise hier eine reinklatschen, um mal zu gucken, wie das genau mit der Flüssigkeit dann funktioniert. Man kann das, glaube ich, dann mit Rohren auch anschließen. Das müsste dann mit der, ja, auch mit dem Eingabeport funktionieren. Wobei, ich weiß jetzt nicht, ob der dann die Flüssigkeit wirklich als Flüssigkeit in dem Sinne speichert oder ob die dann einfach als, ja, als Wasser gespeichert wird oder einfach als Eimer. Wir nehmen uns mal einfach einen Tank. Haben wir halt zufällig einen vollen Tank hier schon drin. Wir können einfach mal einen Lava-Tank nehmen, ne? Lava-Tank gibt es bestimmt schon einen vollen, ne? Vorgefüllten. Lava-Tank. Schade, die haben hier einfach mal anders gedacht. Das ist etwas blöd. Also nochmal einen normalen Tank. Warum her damit? Wir nehmen mal den Flüssigkeitstank von den hier und dann nehmen wir einfach einen Lava-Eimer. Wieso, hä? Eimer, Lava-Eimer. So. Ich teste mal kurz. Wir brauchen halt jetzt einfach diesen Stöpsler hier, ne? Den Stöpsler, ne? So, den Stöpsler stellen wir mal hier hinten an den Tank dran, ne? Stöpsler. Output aus dem Tank bitte nach dort. Und wir packen mal rein und dann stellen wir fest, okay, das klappt so schon mal nicht. Ach, so klappt das. Ah, so, verstehe. Also, das ist nicht quasi nicht so gemacht, wie ich das jetzt hier dachte, mit Eimer und sonst was, sondern man muss quasi den Eimer reinstopfen und dann landen die da drin. Dann kann man bestimmt auch noch irgendwie Lava-Flüssigkeitsrezepte machen. Warum der jetzt hier nichts anzeigt, dass da was gespeichert ist? Ah, doch, hier, 1000, genau. Also, so läuft das dann einfach Eimer reinschmeißen. Dann kann man die Flüssigkeit eimerweise reintun. Ich meine, das ist vielleicht auch nicht die schnellste Möglichkeit, das zu tun, aber ganz ehrlich, wie juckt es? Hauptsache, die Lava kommt irgendwo hin. Und dieses Hühnchen hier sieht hässlich aus. Geh weg, Hühnchen. So, jetzt habe ich auch keinen Strom auf meinem Wireless Charger. Das heißt, das Ding müsste dann auch leer werden, ne? Nach und nach. Und genau, die kann man übrigens auch verbinden mit den einzelnen Geräten. Da muss man halt nur einen Rechtsklick drauf machen. Dann, genau. Kein Sender in Reichweite, klar, da ist keiner angeschlossen. Also, wenn man dann hier mit den anschließt, kann man quasi die einfach auf die Systeme tracken. Einfach Sneak Rechtsklick auf das Hauptcontroller machen, dann zupft er drüber. Und wir sehen jetzt hier, wir sind bei 28,1k Cobblestone und das Lager ist noch lange nicht voll. Wobei, wir sind knapp zur Hälfte drin, das ist gar nicht schlecht. Ja, mehr gibt es hier jetzt gar nicht zu sagen. Das alles weitere, was interessant sein könnte, steht auch in dem Wiki davon drin, gibt es ein eigenes. Und das war eigentlich nur so ein kurzer Einblick in die Mod. Also, ich meine, wie gesagt, ist aufgebaut wie ME-System, also Applied Energistics vom Prinzip her. Hat ein paar coolere Gimmicks, zum Beispiel das da finde ich extrem cool mit diesem ja, quasi outgesourceten Teil. Ich meine, das gab es bei Dings auch schon, aber halt nicht so funktioniert.
Ja, das ist praktisch, weil man braucht keine Stromquelle. Das finde ich nochmal eine Stufe cooler, dass man hier einfach keine Stromquelle braucht. Weil, keine Ahnung, also. Also ich finde das cool, ich feiere das. Jetzt habe ich nur noch eine Frage. Was würde passieren, wenn ich jetzt noch ein zweites Ding hiervon nehme, ne? Dran stelle. Den Funknetzwerkempfänger hier dran klatsche. Den da drauf tracke. Der müsste jetzt eine andere Zahl haben. Der hat jetzt hier 8559. Und was hatte der hier drin? Der hat. Okay, andere Zahl. Wenn ich den jetzt da rein tue, was passiert dann? Wird dann das System hier sich. Ja, dann wird der eine Core gedroppt, weil dann quasi das System sich hier rein. Ja. Importieren tut. Und ja. Jetzt haben wir quasi hier Speicher drin. Und der jetzt nicht weiter importiert wird. Wieso? Ne, okay. Ah doch, geht noch weiter. Okay, aber er speichert jetzt nicht mehr scheinbar hier auf der Diskette, sondern in dem System hier wahrscheinlich. Ist halt nur die Frage, wo er es jetzt speichert. Ja, jetzt fängt er hier an zu speichern. Warum auch immer, wahrscheinlich, weil hier die Priorität höher gestellt ist. Ich hatte mal hier aus Spaß ja eben Priorität 1 gemacht. Man kann auch die Priorität einstellen, von wo die Sachen gespeichert werden sollen. Jetzt müsste er hier anfangen zu schreiben, ja. Ist ganz cool Sache. Man kann hier sehr viel machen. Man kann hier Sachen über 15 Ecken irgendwo speichern und schreiben lassen. Also ich finde die Mod ganz cool. Ja. Könnt ihr gerne schreiben, was ihr davon haltet von der Mod. Wie gesagt, man kann auch kleine andere Spielereien noch basteln, aber naja. Wobei, also sagen wir noch, es ist extrem billig, weil diese Speicherzellen kosten im Vergleich zu Applied Energistics gar nichts. Silizium, Redstone, ein bisschen Zeugs, also das sind alles Sachen, die man hat, man zu Hause, wenn man gut farmt, also nicht so Quarz, Tertus, Quarz und all so ein Kram, das brauchst du ja alles nicht, das ist hier alles viel einfacher und billiger, also ein ME-System baust du dir nicht in einer Folge zusammen, das hier schon, das ist nämlich so schnell hingekriegt, dass, ja, ist auf jeden Fall, ja, gelabert, also, wie gesagt, also meiner Meinung nach, die Mod ist ziemlich gut, ihr könnt mir gerne schreiben, was ihr davon haltet, und ja, demnächst kommt noch mehr Mod-Vorstellungen oder gerne bei mir vorbeischauen in Sky Factory, wo ich die Mod auch drin habe, wo ich die auch benutze, und ja, sonst euch noch einen schönen Tag, haut rein, bis zum nächsten Mal, tschüss!